Hallo Freunde, heute machen wir leckere Blätterteigquadrate mit Tomaten, mit Knoblauch und Basilikum. Ganz einfach, leckeres Fingerfood, beliebt auf jeder Party. Fangen wir mal an. Ich habe hier eine Rolle Blätterteig, Cherrytomaten, man kann auch die länglicheren Eiertomaten nehmen und die in Scheiben schneiden. Ich nehme jetzt die und so, dass ich ungefähr weiß, wie viel ich schneiden soll. So ungefähr. Das, was hier abstand, habe ich hier hin verfrachtet, alle Tomaten ausgelegt und nun schneide ich die in Viertel, schaut mal, in solche Quadrate. So. Der Backofen heizt schon vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn es vorgeheizt ist, geht es in den Backofen. Ungefähr 20 Minuten, vielleicht braucht der eine oder andere Backofen mehr oder etwas weniger. Schaut mal, etwas Bräune ist wunderschön. Jetzt habe ich hier Olivenöl oder ihr nehmt Pflanzenöl, das was ihr mögt. So, nicht so viel, 2 Esslöffel und 3 Knoblauchzehen. Die kommen durch die Knoblauchpresse hier rein. So ein Drittel Teelöffel Salz gebe ich dazu und etwas Pfeffer. Das Ganze verrühren und über unsere Teilchen verteilen, sodass da auch wirklich ein bisschen Knoblauch überall dran kommt. Hier habe ich Basilikumblätter, die wurden gewaschen. So, und auf jedes einzelne Teil geben wir jetzt ein schönes Blättlein drauf und fertig ist das leckere, schnelle Fingerfood. Zu jeder Party kann man es mitbringen. Heute gehen wir mal wieder Karten spielen mit Freunden, die nehme ich mit. Sehr lecker, frisch, schmeckt es natürlich am besten. Am nächsten Tag ist Blätterteig grundsätzlich für mich nicht mehr so lecker. So. Schauen wir mal, wo haben wir saubere Blätter. Perfekt. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.